jede Anrufung bei diesen sieben Schritten auf Weihnachten hin eine solche Verbreitung gefunden wie heute. Die Wurzel Jesse oder Isais, das ist der gleiche, Jesse ist nur die lateinische Form, die Wurzel Jesse ist uns bis hinein in die weihnachtlichen Volkslieder bekannt. Sie ist eine starke Darstellungsform, etwa in der Gotik geworden. Viele Altäre, die unten diesen Stammvater Jesse zeigen, nachdem sich ein weit verzweigter Baum entwickelt, in der Mitte Christus. Ein wenig im Widerspruch zu dieser Verbreitung steht das, was inhaltlich ausgesagt wird. Die dritte O-Antiphon, die wir Christus entgegensingen, dem kommenden Herrn, markiert eine Gefährdung der Christen. Die Gefährdung nämlich, den eigenen Wurzelgrund zu vergessen. Das ist lange, oft sehr schmerzlich und allzu oft geschehen. Wir lesen bei Jesaja, wir haben es eben gehört, es wird geschehen an jedem Tag, nach Isais Wurzel, die dasteht als Zeichen der Völker, so singen wir gleich auch, genau danach fragen die Heiden. Wer zu Christus kommen will, wer nach ihm ruft, muss durch die Geschichte Israels hindurch, kommt an der Wurzel Isais nicht vorbei. Mit einem abgewandelten Bild Jesu könnten wir sagen, all der Reichtum der Völker, den es gibt, in vielen Kulturen, zu allen Zeiten, muss durch das Nadelöhr der Geschichte Israels hindurch. Sonst kommt man nicht nach Christus hin. Das vor einiger Zeit in der indischen Theologie den Versuch gegeben, das anders zu buchstabieren. Da sagte man, die alte indische Kultur ist das Alte Testament indischer Christen. Man könnte es dann auch für Afrika sagen. Nein, das ist nicht Christen. Es ist die verpflichtende Geschichte Gottes mit den Menschen, die sich an Israel zeigen, mit allem Auf und Ab. Sie ist es. Sie ist das Zeichen für die Völker. Diese Vergessenheit hängt vielleicht damit zusammen, dass die judenchristliche Stimme innerhalb der Kirche so viele Jahrhunderte verstummt war. Erst vereinzelt hören wir sie wieder, wie etwa die Stimme des in diesem Jahr verstorbenen Kardinal Lustiger von Paris, der nicht müde wurde, genau diese Verpflichtung für Christen in Erinnerung zu rufen. Unser Messias, unser Christus, ist der Messias Israel. Es ist eine andere Frage, auch theologisch eine andere Frage, wie Israel damit umgeht. Aber wir als Christen dürfen von dieser Wurzel nicht lassen. Wir können nicht anders wurzeln, als in diesem Grund, in jener Geschichte, die mit dem Mann Isai, dem Vater Davids, markiert ist. Darauf sind wir hingewiesen. Wir sehen Christus, den kommenden Heiland, wir heute preisen als den, der uns befreien wird, weil er der König ist. Wir werden das in den nächsten Tagen noch einmal besonders ausführen und besiegen. Er, der kommt zu befreien, ist der Retter Israels. Und weil er der Retter Israels ist, weil er sich in der Geschichte Gottes mit den Menschen so zeigt, ist er der Retter der Heiden, also unser. Singen wir erneut an diesem Abend ihm entgegen und danken Gott für diese Geschichte, die lebendig ist, nicht vergangen. Die Geschichte Israels, die zu unserer werden muss, damit wir diesen kommenden Retter verdienen.